bauen wir eben schnell ein. Zack, 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 zack. Indem unser Turtle dann das Ganze ablässt immer, wenn er was geholt hat. Also hier. Kommt unser Turtle drauf. Sehr schön, dann schauen wir in die Unterwelt. Ah, nicht in die Unterwelt, in die, in unsere Höhle. Da könnten wir gleich Zellen mitnehmen, wenn wir schon runtergehen. Hm, ich glaube, hier waren noch welche. Und da wäre noch Tanz gewesen, egal. Der kann uns dann nämlich das ganz bequem dahin transportieren. GPS-Tower werde ich dann später aufsetzen. Das ist mir aktuell noch etwas zu blöd. Vielleicht bauen wir den Turtle auch um, dass er selbst die Chunks lädt. Denn mit den 10 werden wir wahrscheinlich nicht drüber kommen bis da drüben. Darum ist es hier so finster. Ach ja, ich habe die Options Video Helligkeit runtergedreht, so. Beziehungsweise nachdem ich das hier geupdatet habe, wurde sie runtergedreht, so. Da unten müsste die Maschine irgendwo sein, ja, richtig. Machen wir jetzt hier einen Wegpunkt, Wegpunkt. Upsala. Lava Pumpe. Okay. Was ich jetzt mache, ist zwar verdammt gefährlich. Aber in unserem Fall nötig. Da werden wir sehr viele Blöcke hochhüpfen müssen. Kann ich jetzt schon sagen. Also wenn ihr nichts seht, ich sehe auch nichts. Und das heißt Trost. Zumindest so gut wie nichts. Aber wir sollten ja gleich dann oben sein. Und jetzt sind wir schon auf Level 50. Kann also nicht mehr allzu weit sein. Kommt nämlich schon Erde. Schaut gut aus. Ach ja. Ach ja. So, jetzt hat mich dann wieder runter. Jetzt haben wir das Loch da. Dann laufen wir zurück zum Haus. Da war Uran. Nein, noch weiter runter. Dann setzen wir hier gleich auch mal einen Spotloader. Boah, jetzt habe ich mich wieder geschreckt vor der Lava. So. Junkloader, zack. So. Dann schauen wir, dass wir rauskommen.
aufladen müssen wir unseren Turtle dann auch noch, beziehungsweise befüllen. Werden wir gleich schauen, was uns der Dings dann kosten wird, dieser Charge-O-Mater, wie der heißt. So, wir werden dann gleich die Entfernung auch sehen. So. Also doch ein recht weiter Weg. Obwohl 150 ist nicht so weit, wären 5. Nein, so viele Junkloader sind es gar nicht. Ich denke, wir werden aber trotzdem so einen World Anchor machen. World. Ein Enderpearl, die haben wir gerade noch so. Und zwei Diamanten, ja, die haben wir auch noch. Zwei Diamanten. Enderperle. Obsidian. Gold hätte ich auch mitnehmen sollen. So, 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 so. Genau, und dazu brauchen wir noch ein Modem. Modem. Ja, das ist ja nicht wirklich teuer. Natürlich haben wir wieder mal keine Sticks dabei. Hätte mich auch ja gewundert. Hätte mich ja auch gewundert. Aber wieder mal ein Satzdreher drinnen. So und so. Junkloader Modul, genau. So, jetzt kommt Herr Turtle. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Ja, Junkloader Tank 11. Sehr schön. Also wo müssen wir, in welche Richtung müssen wir mit dem Gerät? Nach da drüben. Das heißt, die Standardposition wird so sein. Rufen wir mal da auf das Zeug gleich auf, damit wir sehen, ob da wir jetzt da gerade rüber hüpfen, ob da irgendwas kommt. Eigentlich nicht. Das heißt, wir könnten auf 10 Blöcke hochgehen. Ich muss mir das jetzt irgendwo aufschreiben. Dann werden wir uns langsam das Programm rantasten. Dann schauen wir auch gleich wegen dieser Aufladestation. Station. Und toll, kann ich mir das Headset wieder nicht anschauen. Ich schaue da eben nach und wir sehen uns gleich wieder. So, und ich habe es auch schon gefunden. Ist nicht so schwer. Redstone habe ich noch da. Batterie haben wir wahrscheinlich keine mehr. Okay. Batterie, da brauchen wir Zinn. Sonst langsam ausgeht. Und Kabel. Jetzt sind wir dabei. Also eine Batterie bitte. Dann hoffe ich, dass wir noch genug Refined Iron haben oder auch nicht. Denn wir brauchen einen Maschinenblock. Und hier ist noch LED vom letzten Mal. So, Maschinenblock. Zack, zack. Na. Charge Station, sehr schön.
Die kann auch nur Low Voltage empfangen, unsere MFE haut aber Medium Voltage aus. Das heißt, wir brauchen seinen Transformer. Upsala. Kupfer, ein wenig Holz und ein Kupferkabel. Oder zwei, habe ich jetzt nachgeschaut. Kupfer. Mal nachschauen. Zwei Kupferkabel. So. So, so. Upsa. So. Müsste ich ans Kabel rankommen, stimmt's? Ja. Ja, andersherum wäre mir lieber gewesen, haben wir eben einen Schraubenschlüssel. Da habe ich uns auch eine Kiste jetzt gemacht für Tools. Den hier brauchen wir. Soweit ich weiß, so, zack, nicht. Dann habe ich auf die falsche Seite geklickt. Auf der anderen Seite kommt jetzt Low Voltage raus. Ja, schaut gut aus. Bauen wir hier unsere kleine Charge Station her. Turtle her. Und wenn wir hier jetzt schauen, nur Turtle.getFuelLevel, ist nichts drauf. Stellen wir ihn hier jetzt drauf. Wenn wir gleich sehen, wie es langsam mehr wird. Ich schaue, dass wir so auf 1000 ungefähr, damit wir ja darüber kommen. So, darüber. Da. Denn das wird dann nicht so billig werden, das darüber. Dem Gerät. Das ist super, weil jetzt können wir dann immer, wenn wir wenig Kohle oder so haben, die Turtles auf dem aufladen. Und das macht es dann etwas billiger. So, dann räumen wir erstmal wieder hier zusammen. Und ich bin mir jetzt noch immer nicht sicher, ob wir jetzt mit der Baumfarm anfangen sollen. Wobei ich glaube, das geht sich von den Dings her alleine schon nicht aus, von den Diamanten. Oder ob wir, ach, den Junkyard kann ich auch hier lassen, uns an den Quarry wagen. Quarry wäre natürlich sinnvoller. Damit wir zu unseren Ressourcen kommen. Aber wir sehen es ja gleich. So, wie schaut's aus? Ja. Okay. Dann habe ich vorher gesagt, 10 Blöcke nach oben. Bis 10. Was sagt er? Achso. Enzo. Ja, ich denke, von da aus sollten wir dann schon. Einen Block nach rechts muss ich noch. So. Dann werden wir gleich mal in die Richtung loslaufen und schauen, wie viele Blöcke ungefähr wir darüber hüpfen können. Hier sind wir auf 100, auf 79.
müsste der sein, ja. Also 79 waren wir. Upsellen, da sind wir etwas schief geworden. Das könnte uns dann doch gefährlich werden hier. Aber eher doch nicht. So.